Eine neue Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Johann. Du grinst, du bist aus Norwegen wieder da. Es war erfolgreich scheinbar, oder? Du, es war eigentlich super, Jochen. Also ich bin ja in meiner langjährigen Angelkarriere noch nie Anfang März in Norwegen zum Angeln gewesen. Ich war schon mal zum Skrei-Angeln, also aber alles ein bisschen später, so im April. Und als mein Freund Hauke Loof mich anrief und sagte, du, wir können da eine Woche angeln, und ich habe das alles genau ausspekuliert und weiß ich was alles, habe ich gesagt, bist du verrückt, Anfang März, wir können noch Pech haben, dass da noch Meter hoch Schnee liegt oder ähnliches, weißt du. Aber ich bin dann zusammen mit Hauke zum Glück, weißt du, sind wir, er sagt, du lass uns mit dem Auto fahren, dann haben wir keine Probleme mit dem Transport. Also wir sind dann, der hat so einen VW-Bus, sind wir dann gemeinsam bis nach Herzhals gefahren und Herzhals dann mit der Fähre rüber nach Bergen. Für die Leute, die nicht wissen, wo die Region ist, sag mal ganz kurz. Herzhals ist oben an der Nordspitze Dänemarks, also du fährst mit dem Auto ganz durch Dänemark, ganz sutsche, bequem, weißt du, bist dann da, fährst auf die Fähre. Bist aber schon ein paar Stunden unterwegs. Ja, also für uns hier in Norddeutschland so gut 4 Stunden, weißt du, nicht? Also, nicht du. Also das war also ganz easy. Wir waren auch rechtzeitig da, weißt du, die Fähre wird dann hier entladen, beladen, du stehst in deinem Fährterminal. Die Fähre fährt 18 Stunden, also deswegen haben wir auch eine Übernachtung gehabt. Da hat eine schöne Außenkabine da, weißt du, obwohl du noch nicht viel gesehen hast. Moment mal, Außenkabine, du kannst rausgucken. Ja, ja, genau. Ja, keine mit Balkon. Nee, nee. Aber du, Jochen, die Zeiten ändern sich ja, weißt du. Früher sind wir zu Fiat in der Innenkabine mit diesen Klappbetten. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf solcher Fähre warst. Ich bin einmal mit der Bahn nachts gefahren. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Also ehrlich, warst du auf so einer Fähre, Innenkabine, da waren wir auch noch jünger, warst du, da wurde auch noch ein bisschen gefeiert. Der eine und andere hat auch noch ein Bierchen mehr oder einen Schnaps mehr getrunken. Und dann nachts mit 4 Männern in so einer engen Kabine. 2 müssen dann die Leiter hochklettern, warst du, in die oberen Etagenbetten. Genauso gut kannst du an Deck bleiben, setzt dich da so ein Schlafsessel, hast du mehr Ruhe als in solcher Kabine. Also sowas würde ich heute nicht mehr machen. Ne? Wir hatten eine schöne Kabine, hätten nach draußen gucken können, wir hätten aber auf der Überfahrt einen richtig heftigen Seegang. Also das Schiff rollte schon so ein bisschen und war dann ja auch bald dunkel. Oh, aber nichts für mich. Ist also richtig schön entspannt gewesen, Jochen. Und mittlerweile muss ich ja mal sagen, weißt du, Norwegen hatte ja immer den Ruf, dass das sehr, sehr teuer ist. Ne? Mhm. Aber im Augenblick, Jochen, das Verhältnis, die Krone ist ja relativ schwach, weißt du, und du kannst ja mittlerweile, wir kaufen fast alles, was wir benötigen, in Norwegen, weißt du, und was da so immer so super ist. Da gibt es ein sogenanntes Commander-Buffet, also so ein Riesen-Buffet. Nicht? Das kostet 40 Euro rundum gerechnet und du kannst 2 Stunden essen und trinken, was du möchtest, inklusive Bier, Wein und alle Leckereien, die die nordische Küche hergibt. Was das hört sich aber gut an. Alles war super, weißt du. Und für 40 Euro kriegst du hier, weißt du, inklusive Getränke. Und dann ist eben auch noch so ein Unterhaltungsprogramm. Also du kommst dann irgendwann gegen Mittag so in Bergen an. Und dann sind wir nochmal gut 6 Stunden in Richtung Norden gefahren. Ja. Haben dann aber unseren Kollegen, den Christian Hoch, Redakteur von der Fachzeitschrift Fisch und Fang fürs Norwegen Magazin, da abgeholt, der ist geflogen. Zu seinem Leidwesen. Nicht? Und dann sind wir da angekommen. Also die Anlage heißt Bremanger. Nicht? Das ist ein kleiner Ort in Norwegen, war mir vorher nicht bekannt. Du glaubst das gar nicht. Wunderschön gelegen. Das nennen sie auch die südlichen Lofoten. Weißt du, Berge bis ans Wasserrand, Jochen. Ich habe gedacht, was? Frühlingstemperaturen, blaues Wasser. Weiße Strände, wie in der Karibik, also ehrlich, wunderschön gelegen, was du das, also ein wunderbarer Urlaubsort. Und dann haben wir unser Quartier aufgesucht und das wird von 2 Brüdern betrieben. Der eine fischt noch aktiv, der ist während der Woche, wo wir da waren, ist der mit seinen beiden Kuttern hochgefahren in die Lofoten, um seine Quote an Skrei, also diesen Winterdorsch, abzufischen. Der musste aber mit beiden Booten fahren, die sind so im Päckchen, sagt das Seemann nicht, weißt du, sind die so aneinander gebunden, sind die gefahren, weil die Quote ist genau aufs Schiff. Also er hat auf seinem größeren Schiff hat er eine Quote, glaube ich, gehabt von 70 Tonnen und auf dem kleineren 20 Tonnen. Also er hätte nicht mit dem einen Schiff jetzt 90 Tonnen fangen können, er musste tatsächlich mit beiden Schiffen da hoch in die Lofoten fahren. Eine Fahrzeit von 50 Stunden ungefähr, sagte er, davon Bremanger und wolle dann innerhalb von 14 Tagen seine 70 Tonnen Skrei abfischen, ne, kommerziell mit Netzen.
Der hat uns dann auch ein paar Tipps gegeben und alles ist dann eines Morgens um 6 Uhr abgedampft. Und dann kriegten wir eine Führung durch diese Anlage. Der hat da zwei Apartments ausgebaut, Jochen, also vom Feinsten. Das konnte ich dir mit deiner Familie, also wenn du bei einer einen Urlaub in Norwegen machen willst und nicht nur so, mal sagen, so ein normales Angelcamp, also dieses war schon eine Klasse besser. Also ich, in der Form habe ich das in Norwegen noch nicht gesehen, ne? Diese beiden Brüder, sind wohl handwerklich sehr geschickt, die haben ein Asbach-uraltes Haus gekauft und Teile da drin jetzt integriert in diese Ferienwohnung. Nicht? Mhm. Also wirklich mit Liebe zum Detail. Was du, das, also meines Erachtens schon bald, was du für einen Otto-Normalverbraucher, für einen normalen Angler, der legt da gar keinen Wert drauf, aber die hatten, was du merkst, das ist richtig ein Besitzerstolz und erklärten uns jedes Teil. Da waren Teile aus dem alten Haus, dieses alte Fachwerk, die Balken, die haben sie da alle mit drin verbaut. Was du, jedes Zimmer war individuell eingerichtet, weißt du, also das war wirklich nobel. Dann hatten sie noch so kleine Hütten, also das wäre auch ideal für Familie, weißt du, wenn du jetzt mal mit Frau und nach Norwegen fährst, weißt du, weil die haben da auch wunderbare Wanderwege, also du kannst da so Touren in die Berge machen mit Berghütten und alles. Also habe ich so in Norwegen, also dort ist ja Norwegen, Südnorwegen, Mittelnorwegen geht ja, weißt du, wenn du oben nach Norden kommst, ist ja eigentlich nur kahl und Berge und so ein paar Krüppelkiefern oder ähnliches. Und das war also, war zumal wir ja Wahnsinnsglück hatten. Also wir hatten ein traumhaftes Wetter, Jochen. Anfang März in Norwegen, jeden Tag so Plustemperaturen zwischen 6 und 8 Grad, leichten Wind, immer allerdings aus Osten, den macht der Angler ja nicht so gerne. Aber wir konnten jeden Tag zum Angeln hinfahren, wo wir wollten. Ach so, ich habe jetzt gedacht, dass die Geschichte geht so weiter, dass du sagst, du fandst das da so schön, du bist nicht zum Angeln rausgefahren. Du bist da immer in der Hütte geblieben. Nee, also es ist ja so ein Widerspruch in sich, was so die Leute, was so richten solche Hütten ein, was so, oder Apartments mit allen Schickimickis. Ja, und man ist nicht drin. Naja, du fährst, aber darum sage ich ja, was weißt du, das ist schon eher so ein bisschen für, was du sonst kennst du das einfach, du hast, ist alles okay, du, ein Angler legt ja nicht viel Wert da drauf, du hast ein Bett, eine Küche, eine Dusche, fertig, ne? Und die hatten eben, da war Waschmaschine, Trockner, alles, was du dir so vorstellen kannst, komplett eingerichtet, war so eine große Küche mit allen Schickimickis, alles neu, also es war schon, auch wo du als Angler ja Wert drauf legst, du hattest unheimlich viel Platz, du konntest in einem Raum unten dein Angelgerät lagern, du konntest deine Klamotten da zum Trocknen hinhängen, du brauchtest das nicht mit ins Apartment schleppen, was du, sonst hast du immer das Problem, wenn du so einen Tag auf dem Wasser warst und riechst dann vielleicht auch mal ein bisschen nach Fisch und feucht und nass, das konnte man alles unten lassen, Und dann war dieses Apartment, das war so gemütlich, weißt du, und ich selber habe ja nun null Ahnung vom Kochen, aber Hauke Loof, weißt du, der kocht, ja, weißt du, wie der, wir haben die ganze Woche vom Fisch gelebt, weißt du, und kann das wunderbar zubereiten. Und also ich habe dann, weißt du, mich da so ein bisschen verwöhnen lassen die Woche, ich bin ja für Küchenarbeit nicht so geeignet, weißt du, meine beiden Partner, Christian und Hauke. Kann das eher sein, dass du das eher verweigerst, als du sagst immer, du bist nicht geeignet, das glaube ich dir nicht. Ich glaube, du hast einfach keine Lust dazu. Ja, Lust habe ich schon gehabt, null Lust, weißt du, aber das war für mich so angenehm, weißt du, sonst bequeme ich mich ja schon mal, weißt du, und räume den Geschirrspüler aus oder ein und bringe auch mal den Müll weg, aber die beiden haben mich da so richtig verwöhnt, weißt du, das war ein gutes Zusammenspiel, weißt du, du kriegst dann ja Hunger, wenn du auf dem Wasser bist, dann wurde natürlich darüber gerätselt, was wir dann abends oder was die da abends dann zubereiten und dann stürzt sie sich auf die Küche, haut der eine Kartoffel geschält und geputzt und getan und ich habe dann meine alten müden Knochen ein bisschen in den bequemen Sesseln mich ausgeruht, also das war wirklich eine schöne, also eine runde Sache. Sag mal eine Frage, wenn ich jetzt sage, meiner Frau und meiner Tochter, kommt mit, wir fahren dahin. Gibt es da eine Stadt? Gibt es was zum Bummeln, zum Einkaufen? Oder ist es ein Haus und Natur? Nein, das ist eine kleine Ortschaft, also das ist ein Kaufmannsladen vor Ort, Tankstelle vor Ort, ein Café vor Ort. Und was vielleicht für Familien ist, ein riesiges Fitnesscenter. Ne, du kannst also Büros mieten, weißt du, die Kommune hat da so richtig so mitten im Hafen, am Hafen so ein Haus aufgestellt, weißt du, da sahen wir dann die Leute auf ihren Fitnessgeräten, da alles so Panoramablick, weißt du, war schon, ist natürlich für Norwegen alles klein, bescheiden, weißt du, also du kannst es nicht vorstellen, dass wenn du hier durch die Holzenstraße gehst, in Kiel oder ähnliches, ne, aber alles das, was du zum Leben brauchst, kriegst du vor Ort und ist natürlich was für Naturliebhaber. Ne? Und sind die Norweger nett? Was ist das?
Ja, absolut. Ja, gastfreundlich einmalig, weißt du, wenn du erstmal Norweger kennst und die laden dich ein und machen alles, weißt du, das war, also die Leute, die Gastgeber, weißt du, du merktest richtig den Besitzer stolz, was sie sich da geschaffen hatten, weißt du, was sie sich da aufgebaut hatten und hoffen natürlich jetzt auf Touristen, war alles wirklich vom Feinsten. Also das wäre, weißt du, meine Frau, die hat ja schon oft die Möglichkeit gehabt, mit nach Norwegen zu kommen. Weißt du, ich kriege immer wieder, du kannst deine Frau mitnehmen und lass sie doch für eine Woche herfliegen. Ich bin ja jetzt fast den ganzen Juni über Norwegen. Und sie sagt, was soll ich da? Ne? Also du bist den ganzen Tag auf dem Wasser oder eben nur zum Kochen oder sauber machen da in der Bude. Ne? Aber wenn jemand... Also die hatten da wunderbare Trekkingstrecken, weißt du, wo du in die Berge so wandern konntest und ähnliches. Also ich will das jetzt nicht, weißt du, so überbetonen, aber das war einfach, was wir bedingt ja auch durch, dass wir das gute Wetter hatten, Jochen. Wo hast du schon mal in Norwegen weiße Sandstrände, kristallblaues Wasser, weißt du, Berge im Wasser, du, wir sind dann, haben so ein paar Fotos gemacht und so, dann denkst du, du bist irgendwo in an der Südsee. So herrlich war das da, weißt du, das war ja an Land und dann ist das ja ein Riesenfjord und was mir auch sehr gut gefallen hat, Jochen, da, also relativ wenig Angeltourismus, ne? Du kennst ja so die Hidra und die Inseln, weißt du, das Mallorca, das deutschen Anglers, da sind ja Camps und Angler ohne Ende, der hat zwei Boote, vielleicht stockt er nochmal auf und sonst waren da keine anderen Angler, dann kriegst du von dem Kapitän Tipps, weißt du, wo du hinfahren konntest und was ich ja immer wieder sage, weißt du, du musst, wenn du das erste Mal nach Norwegen kommst, und das war für uns jetzt auch neu, und das Revier nicht kennst, solltest du dich vorher informieren. Weißt du? Und es gibt ja heute so schon so Seekarten und du kriegst ja auch vom Reiseanbieter, guck mal, diese Anlage wird von der Firma DIN Tours, also das ist auch norwegisch deine Tour, vermietet oder vermittelt, dann kriegst du die Informationen. Du kriegst eine Karte, weißt du, wo Angelplätze eingezeichnet sind und alles. Und da musst du dich vorher schon so ein bisschen vertraut machen. Ne? Und mein Freund Hauke Lohf, weißt du, der wusste genau, sagt er, wo wir, wann wir was wir angeln wollten, hatte er sich mit der Seekarte vertraut gemacht und Tiefen gesucht, Hindernisse gesucht im Meer, wo wir dann gezielt hingefahren sind. Nicht? Und du, das hat auf Anhieb geklappt, Jochen. Wirklich kein Anglerlatein. Wir sind dann rausgefahren, waren den ersten Tag, bis wir uns eingelebt hatten, alles gepackt hatten, sind wir nochmal mit den Fischern rausgefahren, die hatten ein paar Netze gestellt und haben dann noch ein paar Dorsche gefangen. Das haben wir uns dann auch mal angeguckt, was wir so das Netz hochholen und wie sie die Dorsche aus dem Netz pulen und alles. Und dann sind wir in den Fjord reingefahren, weil er da einen lokalen Bestand an Heringen gibt. Wollten ein paar Heringe angeln, die haben wir aber nicht gefunden, aber jede Menge Seelachse. Ne? Also haben das so ein bisschen gemütlich angehen lassen. Und dann sind wir den ersten Tag morgens raus. Also, und wir hatten so gutes Wetter, dass wir den Fjord verlassen konnten und so ein bisschen offshore auf den Atlantik rausfahren konnten. Du und Hauke stoppt das Boot, ich lasse meinen Köder zum Grundsaus, bums, Rute krumm, erster Dorsch, gleich beim ersten Mal anziehen, weißt du, also wir haben da voll reingetroffen und wir haben neben Dorschen, Seelachse, Heilbutt, der Heilbutt allerdings noch Schonzeit, den haben wir wieder schon zurückgesetzt, aber auch, weißt du, so, weißt du, so an Bord herrscht eine gewisse Ordnung. Also jetzt bist du in Norwegen und wir wollten jetzt mal auf Lenk, auf so Tiefseeangeln machen. Ich hatte ja da von der Firma Diver eine neue Rolle, also so eine Linkshand-Multi. Genau, hatten wir in der letzten Folge ausführlich nochmal drüber gesprochen. Ja. Nochmal eine Folge zurückspulen, wer das nicht gehört hat. Ne? Ja, also und diese Linkshand-Multi, weißt du, die war ja für mich auch links Neuland, weißt du, und die wollte ich dann auch mal ausprobieren. Und da, super. Also die Technik, die begeistert, Jochen. Also beleuchtetes Display oder weiß ich was alles. Also, was in so eine kleine Rolle integriert ist, also ist der Hammer. Also ist wirklich der Hammer. Was du Man machst. Muss sagen, du wirst von denen gesponsert. Ne? Ja, ja, absolut. Darfst du denn noch sagen, die ist scheiße? Naja, wenn sie nichts taugen würde, würde ich da nicht drüber reden. Okay. Muss man so sagen. Ne? Also okay. Scheiße würde ich nicht sagen. Aber du, ganz generell, Jochen, also die Geräte, die ich in Norwegen gefischt habe, was jetzt nicht nur, weil ich die von Diver gesponsert worden bin, ich habe noch nie mit einer Meleche mitgehabt. Das ist wirklich, das Gerät ist absolut in Ordnung. Also ist tipptopp. Das ist Technik, wirklich, die begeistert. Ob du nur eine E-Rolle fischst oder eine andere Rolle, was du, die dafür Salzwasser gebaut worden sind und die dafür verkauft werden. Nicht? Also dass sie sagen, das ist Norwegen tauglich, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Nicht? Da ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber das Zeug ist wirklich gut. Na, auf alle Fälle brauchst du dafür Köder. Nicht? Und dann, was du denn hast, du eine normale Wurfhute, was du mit so einem Paternoster-Köderfische angeln.
Und komischerweise, weißt du, die müssen erstmal die Alten aufbrauchen. Was weißt du, fürs Köderfischangeln bin ich immer zuständig. Ne? Also der Hauke fährt ja das Boot und der Christian nimmt dann die Köderfische vom Haken. Ne? Aber weißt du, das ist natürlich, du hast so ein Paternoster mit 5 Haken und unten noch ein Pilger dran und dann fährt er auf eine Untiefe, mal sagen 30, 40 oder auch mal 60 Meter Wassertiefe Fisch. Dann lass ich runter, dann sind da 5, 6 Fische drauf, weißt du, die musst du jedes Mal hochkurbeln, nicht? Und dann der andere nimmt sie dann nur ab vom Haken, weißt du, nicht? Und dann langt das, nee, nochmal, weißt du, und dann bist du schon körperlich am Ende, wenn du die Köderfische besorgt hast und die anderen ruhen sich bloß aus. Ist doch Taktik. Ja, nein, weißt du, naja, dann haben wir Köderfische geangelt, weißt du, und die brauchst du dann fürs Tiefseeangeln, ne? Du angelst dann ja mit Fischfetzen oder mit dem ganzen Seelachs und Ähnlichem, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Was sind das immer für Köderfische, die da rauf? In der Regel Seelachse, guck mal, um die aber Jahreszeit. Lecker auch, oder? Ja, der Seelachs, naja, den nennt man ja auch den Grauen. Also die Seelachs in der Größe, also für mich, also ich verzichte eher auf Seelachs. Ja? Weißt du, ja, warum? Das Fleisch vom Seelachs ist ja ein bisschen grau. Man nennt ihn ja auch den Grauen, weißt du, nicht? Und geschmacklich ist das absolut in Ordnung. Aber weißt du, wenn ich die Möglichkeit habe, Dorsch, Pollack, Lenk und Ähnliches zu fangen, weißt du, dann ist Seelachs so für mich persönlich, alles, was du hier kaufst, ist ja Seelachs. Der Seelachs ist der günstigste. In Fischstäbchen. Ja. Seelachs oder Alaska-Seelachs, dann ist das Pollack. Also der kommt wirklich in großen Mengen vor, lässt sich auch relativ leicht fangen und ist eben noch vom Preis her interessant. Okay. Ne? Wenn jetzt jemand am Freitag Fisch essen will und Seelachsfilet ist so mit Abstand das günstigste, obwohl Fisch ja generell sehr teuer geworden ist. Dann habe ich den verwechselt, glaube ich, mit einem anderen Lachs. Dann weiß ich, was du meinst. Ja. Also Seelachs, das kann man wunderbar erkennen. Wenn du irgendwo Backfisch und sowas kaufst, Jochen, ist immer Seelachs. Also ist in Ordnung, das kannst du mit wunderbar essen, das ist nicht gegen einzuwenden. Bloß der ist vom Filet her, ist er etwas der grau. Mhm. Während du jetzt was du so ein Dorsch filetierst oder ähnliches, hast du schneeweißes Filet und beim Seelachs ist das graue. Ja. Na, auf alle Fälle musst du dann ja diese Köder beschaffen, weißt du, und dann fährst du auf große Untiefen, suchst unter Wasserberg und Ähnliches und dann, und Hauke sagt, ja, du brauchst höchstens 300 Gramm oder sowas alles, aber ich habe immer so ungefähr 1000 Gramm mit, also in diesem Fall 900 Gramm schweres Bleigewicht, um zum Grund runterzukommen und brauchten wir auch, weißt du, wir hatten immer eine gewisse Strömung und gewisse Trift und lassen das dann runter und dann angelst du eben in dieser großen Tiefe und wenn du einen Biss hast, hast du ja die Möglichkeit, wenn du den Drill auskosten willst, das manuell hochzuholen und wenn diese Lenk, die sind auch so schwer, die würde die Elektroroller nicht schaffen. Also die ist nur, um den Köder wieder hochzuholen oder man sagt, du hast jetzt einen 150 Meter Wassertiefe einen Biss, sitzt nicht, weißt du nicht, ist dein Köder noch dran oder ähnliches, dann musst du das manuell hochdrehen oder du hast eben die Möglichkeit, den Motor zur Hilfe zu nehmen. Und das Ding hat einwandfrei funktioniert, also wir haben auch längst gefangen dann da, weißt du, hatte dann noch dabei einen Rotbarsch als Beifang. Ich habe diese Montage mit den 2 Haken, die ich letzte Woche schon mal oder die mit den beiden Anbestellen erklärt habe, hat also auch wirklich tüdelfrei geklappt, also wir haben wirklich längst gefangen, also wir haben eigentlich alle Fische, die wir fangen wollten, haben wir gefangen, weißt du. Und wenn ich da am Köderfisch angeln bin, sitzt der Hauke, unser Kapitän, der sitzt ja hinten am Echolot, nicht? Und sieht auf einmal mehr viel Fisch auf dem Echolot, sagt er, runter, hier sind Seelachse, nicht? Und nimmt seine Angelrute, die mit so einem großen Gummifisch bestückt wird, lässt die runterzieht an, Rute krumm. Das ist ein Heilbutt. Dann kann doch nicht wahr sein. Du, dann fängt der tatsächlich da so auf so Lameng, was du schnüpper einmal runterlassen, Heilbutt. Den mussten wir allerdings zurücksetzen, weil der Heilbutt in Norwegen noch bis zum 30.04. Januar, März gesport, also bis zum 1.04. geschont ist. Ne? Merkt man das an der Spitze? Dass es ja, das merkt du, dass ein Heilbutt ist. Also, da, weißt du, wenn du jetzt die Seelachse ranhaust, die rubbeln da rein oder sowas alles, aber so ein, weißt du, der Heilbutt, die nennt man auch so Heilbutt-Wippe. Du musst den ja so vorstellen, der macht ja mit seinem Schwanz solche Bewegungen. Und dann siehst du an der Spitze, wie der es reinhaut. Und du kriegst die Hute gar nicht hoch. Ne, wenn der richtig sitzt und abhaut, dann ist also so ein Druck drauf. Das macht eigentlich, also so viel Druck wie ein Heilbutt macht kein anderer Fisch oben im Nordmeer. Ne? Der Heilbutt ist schon so der kampfstarkste Fisch. Ne? Und so ein erfahrener Angler merkt dann schon anhand des Bisses und der ersten Flucht, das könnte ein Heilbutt sein. Wenn man die aus der Tiefe jetzt rausholt, du hast ja immer gesagt, dass viele Fische dann, je nachdem wie tief es ist, draufgehen, weil die es nicht schaffen.
Und beim Halbmond ist das. Der schafft das. Der schafft das. Der schafft das, was. Und du musst ihn auch zurücksetzen, was, weil wir ihn ja während der Schonzeit gefangen haben. Also diese Ausrede, der bleibt wieso tot und so, gilt nicht. Ne? Wenn du einen Fisch fängst, auch, der eigentlich geschont ist, und musst du ihn zurücksetzen. Nicht? Also der. Und haben wir dann auch den Halbmond haben wir zurückgesetzt, aber das war ja erstmal ein Highlight da. Wie groß war der? Wir haben ihn gemessen. Heilbutt, also der Heilbutt hat ja mittlerweile ein Maß, glaube ich, von 84 cm und ich glaube, der war so 95. Ne? Also es wäre eigentlich ein schöner Küchenbutt gewesen, gerade so, den du dann auch gut verwerten kannst oder ähnliches. Weil du, ja. Jochen. Wieder rein nächstes Jahr. Wir hatten wirklich, weißt du, du füllst den ja auch immer, weißt du, der Hauke hat ja auch, also sonst habe ich dir ja schon mal gegeben, wir wickeln ja sonst das Fischfilet in dieses Klarsichtfolie oder Zeug rein, aber weil wir mit dem Auto gefahren sind, hatte der Hauke sein Vakuumiergerät damit, weißt du, und dann haben wir die Fische alle vakuumiert. Und das ist natürlich dann von der Qualität her nochmal eine andere Nummer, gerade wenn du sie vielleicht etwas länger liegen lässt. Ne? Und wir hatten nachher so viel Fisch vakuumiert, weißt du, dass wir den gar nicht mitkriegten. Ne? Als wir dann am Packen waren, weißt du, morgens, um dann ja unsere Kühlboxen voll und ähnliches, du darfst ja, wie gesagt, 18 Kilo Fischfilet mitnehmen, haben wir auch nicht ausgeschöpft, weil das Volumen in der Kühlbox nicht ausreicht, weißt du. Ne? Wird kontrolliert? Ja. Teilweise streng kontrolliert. Also das heißt, du fährst über die Grenze und dann machen ja, sie mal oder, auf. Oder fährst von der Fähre, oder machen sie Stichproben, sehen auch Angler, weißt du, dann musst du den Fisch vorzeigen. Da hat es schon die dollsten Geschichten gegeben. Und Norwegen, die fackeln ja auch nicht lange, kriegst du gleich eine hohe Strafe und alles. Also ich riskiere es nicht, Jochen. Mhm. Für mich lang 18 Kilo Filet, weißt du, und in diesem Fall habe ich ja keine 18 mitgekriegt, obwohl wir genug Fisch hatten fangen können. Wir haben dann teilweise den Fisch zurückgelassen und das dem Eigner da überlassen. Nicht? Du weißt ja nie genau, wie das passt. Guck mal, ich habe eine Kühlbox. Wenn ich die jetzt roll in Zellophan, dann habe ich ja natürlich einen Block. Dann habe ich keinen, aber wenn du das jetzt in vakuumierst, dann kriegst du das ja nicht so eng aufeinander gepackt, weißt du, weil die Dinge, da ist ja immer Luft zwischen, ne? Deswegen habe ich dann eben weniger mitgenommen, aber alles in Ordnung, alles ausreichend, was ich fahre ja jetzt schon bald schon wieder und du darfst auch nur zweimal im Jahr 18 Kilo mitnehmen. Also du musst in einer registrierten Anlage sein, du kriegst du musst dich anmelden, dann hast du ein Blatt, da musst du genau eintragen, wie viele Fische du gefangen hast, wie viel du mitgenommen hast, wie viel du released hast, also nicht mitgenommen hast und ähnliches. Also da wird eine richtige Statistik geführt und die Dinger muss man auch bei sich haben, wenn du kontrolliert wirst. Also wenn du jetzt mal du da blauäugig hinfährst, weißt du, und fängst Fische ohne Ende und bist in einer nicht registrierten Anlage und kommst mit 18 Kilo Fischfilet dran, dann bist du dran. Ne? Und die Anlage auch, oder? Ja, die Anlage, die gibt es ja nicht. Die gibt es ja nicht. Also, also guck mal, die Gäste bewerten, weißt du, und diese Zettel haben, müssen registriert sein. Es gibt natürlich Privatvermieter. Wenn du jetzt einen Freund hast, der lädt dich nach Norwegen ein, dann kannst du ja auch angeln. Ne? Und du darfst auch die Fische, die du essen willst, kannst du entnehmen, das ist gar nichts gegen einzuwenden, aber du darfst eben nicht da mit nach importieren oder exportieren. Brauchst du einen Angelschein da oben? Nein. Eine Genehmigung irgendwie? Das heißt, Rute raus und los geht's. Und der Spaß geht los, ja. Okay, man muss nichts. Man muss sich nur an Einfuhr, Ausfuhr. Und an die gesetzlichen Schonmaße und ähnliches halten. Und die Norweger kontrollieren das auch, was du. Ne? So, und dann haben wir eben dieses Tiefseeangeln gemacht. Wir wollten ja auch alle Arten vorstellen. Aber Jochen, weißt du, diese Reviere in Süd-Mittel-West-Norwegen sind ja mittlerweile Pollack-Reviere. Der Pollack ist im Augenblick, jetzt noch ein bisschen weiter draußen, kommt ja nachher in Ufernähe und überall dort kannst du diese kampfstarken Pollacks fangen und das mit leichtem Gerät. Also wir waren so angefixt, also von dieser Pollack-Angelei, ne? Oh, lass uns mit dem scheiß Lenkangeln aufhören, wir wollen auf Pollack angeln. Also das ist ja ähnliches, als wenn du hier auf einen Hecht oder auf einen Zander angelst. Also ich hatte da so eine 2,40 Meter Hute, Wurfgewicht von 40 bis 100 Gramm. Also, und das mit einer kleinen Stationärrolle. Du, und dann haben wir gezielt auf Pollack geangelt. Ne? Und da sucht auch, wie gesagt, immer wieder, der Hauke hatte sich super informiert. Vorher, weißt du, der wusste genau, sagte, so jetzt fahren wir auf den Pollackberg. Und Jochen, auf Anhieb hat das geklappt, weißt du. Und ich habe einen Lieblingsköder zum Pollackfischen, weißt du, da gibt es halt, du musst Sandaal-Imitation haben und den haben und den haben und große Köder und sowas alles. Du, und dann hab ich meine Köderbox rausgeholt und dann haben die schon so ein bisschen belächelt. Ich habe so einen ganz kleinen, so einen Gummifisch, 9 cm lang ist der, weißt du, und so dicken,
Also nicht, hat eigentlich mit einem Sandaal oder so einem Tobiasfisch überhaupt nichts. Ne? Und dazu einfach ein 30 Gramm Bleikopf mit einem Einzelhaken. Ne? Ja, das ist mein Lieblingsköder, Jochen. Und dann habe ich. Und die, warte mal, die lachen erstmal über dich. Ja, ja, lachen. Also, haben gedacht, was. Also, der Hauke hat. Guck nachher mal den an. Der Hauke hat gesagt, du, als du deine Köder rausgeholt hast, habe ich gesagt, was will er da denn mit? Und was du und. Aber er wurde eines Besseren belehrt. Der Kameramann, weißt du, der kriegt das ja mit, weißt du, wenn wir die Bilder im Kasten haben, dann will der ja auch mal angeln und so. Ich so, darfst du gerne einen nehmen von meinen Gummis, ist kein Problem. Und fing mit dem kleinen, unscheinbaren Köder den größten Pollack der Tour, 94 Zentimeter. Nicht? Also das war schon richtig kapitale, aber die Pollacks, die haben da so einen Spaß gebracht, die haben uns die Schnur von der Rolle gerissen. Ich habe das eine Mal gesagt, ich so, du musst hinterherfahren, weißt du, der kriegt, war gar nicht zum Stoppen, weißt du, mit dem leichten Gerät am Schnur und also das hat uns also richtig angefixt, aber du, dann hatten wir einen Rotbarsch, du und der Christian Hof, also für den ist das ja besonders schwer, der steht ja die ganze Zeit mit der Kamera und mit der Technik, weißt du, heutzutage noch mit GoPro. Ja, ihr habt einen Bericht gemacht für Fisch und Fang, glaube ich, ja, genau. Und Fotos und Film und weiß ich was alles, was und der will aber auch gerne mal die Rute in die Hand nehmen, ne, und bei dieser Lenkangelei, da lässt du ja deinen Köder in Grundnähe, weißt du, dann treibst du einfach, nicht? Und dann, wenn nicht viel passiert, weißt du, und der lässt seine Rute runter, du, und kriegt auch gleich Biss. Und was ist das denn, weißt du, waren wir uns dann klar? Dann fängt da so ein riesen Tintenfisch. Weißt du, das gibt ja einmal diese Kalamar, mhm. Und ja, und das war ein Kalamar, aber riesige Ausmaße. Also ich kenne die ja so, was, wenn du das Köder kriegst, diese Tintenfischringe, weißt du, die sind da so lange. Also der war mindestens, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ihn gemessen haben, 60 oder 70 Zentimeter und dieser riesen Kalamar. Und den habe ich dann sauber gemacht. Der lässt sich relativ leicht putzen, weißt du, die kannst du die Haut abziehen und den werden die ja so in Ringe geschnitten. Nicht? Und das Ding haben wir dann abends gegessen. Also, nach Gummi geschmeckt? Ja, nicht Gummi, aber war so nicht, dass du da lange drauf rumkautest oder so, aber war eben mal so. War nicht so deins? Nein, war nicht meins, weißt du. Aber wir haben den nun gefangen, haben ihn zubereitet, Hauke hat sich viel Mühe gegeben, weißt du, und wir haben ihn gegessen. Wir haben, weißt du, und bei dieser Tiefseeangelei, da fängst du ja auch oft Lump heißen die, Postmer norwegisch, also, ne. Und diese Lumpen, die, weißt du, die. Das sind eigentlich hässliche Fische. Ne? Deswegen heißen die wahrscheinlich auch Lump. Und die, weißt du, verbeißen sich meistens so in den Haken oder ähnliches, weißt du. Aber in der Küche, du, die haben so ein schönes, festes Fleisch. Ich habe die sonst immer so ein bisschen, was Lump, ne, will ich nicht oder sowas alles. Aber der Hauke hat die zubereitet, ich muss schon sagen, weißt du, aller Hammer. Ne, war wirklich, wirklich gut geschmeckt. Ne? Das finde ich doch auch das Schöne am Angeln, wenn man dann abends gemeinsam irgendwie ein Glas Wein trinkt oder Bier und dann die gefangenen oder eingefangenen Fisch dann in der zubereitet, wie auch immer. Ja, ja, also wie gesagt, also ich sag, also die Familie Loof muss eigentlich schon Schuppen haben. Ne? Die, ich glaube, die ernähren sich nur von Fisch. Ne? Die ganze Familie, der hat ja zwei Töchter, weißt du, und alles und die hauen rein. Und nun ist das immer das Problem, was, wenn du jetzt den Fisch portionierst. Ne? Und ich bin ja mit Annegret alleine und alles, ich sage, ich will nicht so viel, nicht? Zum Einfrieren. Du bist nicht alleine. Ne? Und aber dementsprechend machst du ja die Portion dann, weißt du, nicht größer. Und für Hauke haben wir dann extra größere Portionen gemacht und die haben wir dann mit Hilfe von schwarzem Isolierband markiert, was also beschriften das denn. Nee, das wurde alles, das war also wirklich, und du, wir hatten so ein super Wetter, obwohl wir hatten die ganze Woche über so einen leichten Ostwind. So in Norwegen wird der Wind ja immer nach Metern gemessen, also umgerechnet vielleicht 2 bis 3 bevor. Wir konnten hinfahren, wo wir wollten. Wir konnten angeln, so lange, wie wir wollten. Weißt du, das war einfach mal eine gelungene Woche. Also jetzt Anfang März, also da war das, auf alle Fälle war es da besser, das Wetter, als hier bei uns zu Hause. Ne? Ja, das glaube ich. Du, als wir zurückkamen, und sind wir ja wieder mit auf der Fähre und dann ins Auto und dann los, weißt du, dann macht mir mal eine Pause, steig aus dem Auto aus. Oh, was ist das hier kalt, weißt du, wir haben in Dänemark richtig gefroren. Du, aber dann kannst du mal sehen, was du so alles erleben kannst. Du, wir waren da so happy die Woche über, weißt du, 2 Tage vor Abreise kriegt die Christian Hoch eine Mail, ihr Fluch ist gecancelt. Oh, stimmt, ja, war Streik. Ja. So, dann ging das ja los. Ne? Dann telefonieren und sowas alles. Da muss ich sagen, der, was so die, der sein Reiseanbieter da, der
Hörmann von Fondin Tours, die haben sich dann sehr viel Mühe gegeben, hatten dann für ihn einen Alternativflug mit KLM, morgens von Bergen nach Amsterdam, von Amsterdam nach Frankfurt. Das hieß für uns im Klartext, nachts um 2 los, um ihn rechtzeitig nach Bergen zum Flughafen zu fahren. Ja, dann sind wir dann, haben abends alles gepackt und dann eben früh morgens los, nach Bergen gefahren, hat alles super geklappt, liefern ihn am Flughafen ab, verabschieden uns und ich gehe eben nochmal die Toilette aufsuchen auf dem Flughafen, kommt wieder, sagt, Hauke, soll ich dir mal was sagen? Ich sage, nee, Flug gecancelt. Auch der Ersatzflug gecancelt. Dann war der arme Christian mit seinem Fisch, er hatte ja auch Fisch mit, weißt du, ne? Musste bis nächsten Tag 18 Uhr warten, noch Hotel suchen und ähnliches, weißt du. Und dann stehst du da auf dem Flughafen in Bergen, KLM hat da keinen eigenen Schalter, du kannst dich an keinen wenden. In Norwegen ist halt fast alles nur noch Automaten, also am Automaten einchecken und alles. Also für, wenn ich da hier gestanden hätte, ich hätte wie Ochs vom Berg da gestanden, weil du wusstest erstmal gar nicht, was du machen sollst. Na, der hat sich dann ein Hotel gesucht und aufgrund seiner Kontakte kannte er jemand aus Norwegen, also der ist dann sogar noch mit ihm zum Angeln gefahren und er konnte seinen Fisch dazwischen frieren, auch im Hotel haben die ihm erlaubt, seinen Fisch wieder in die Gefriertruhe da oder in den Gefrierschrank zu packen, sodass er letztendlich dann auch mit seinem Fisch und ähnliches angekommen ist. Aber weißt du, wenn du solche Nachrichten kriegst, weißt du, ist auf einmal dein ganzer Reiseplan alles umworfen, ne, macht dir Gedanken, weißt du, das ist, gibt schon mal einen Knick in der Urlaubsplanung dann. Ne? Also ja, heutzutage. Wenn das vor allen Dingen auf der Hinreise passiert, ist es ja noch ätzender. Ja, naja. Ja, dann bist du ja noch zu Hause, dann kannst du vielleicht noch arrangieren. Ja, okay. Ich meine, jetzt aber nee, stimmt, eigentlich ist es ätzender, wenn er rückführt, zu nach Hause willst. Weiß nicht wann und hast vielleicht auch Termine in Deutschland und ähnliches. Aber das war so ein bisschen ein Negativerlebnis denn da, nicht? Und im Juni bist du jetzt einen ganzen Monat wieder unterwegs? Ja, also fast den ganzen Monat, nicht? Also wir machen ja dieses Salztraumfestival und das sind zwei hintereinander und das so, mit An- und Abreise. Ja, ich bin fast den ganzen Juni da. Ne? Also es war ein super Norwegen-Trip zu einem wunderschönen Ort, wie du beschrieben hast. Ja, also wie gesagt, also ich muss nochmal sagen, was du, also diese Anlage Bremanger da, weißt du, erstmal wunderschön gelegen, idyllisch gelegen. Fürs Wetter kann man natürlich nicht. Du kannst jetzt hinfahren, dann hast Pechwetter. Also das kann sein. Nicht? Aber trotzdem, dieser kleine, sympathische Ort da mit der Möglichkeit auch mal ein Stück, was du, wenn du jetzt wegen Wind nicht raus kannst, was, und dann gehe ich auch gerne mal ein Stück spazieren da durch die Natur, was, und die Einheimischen haben uns das auch erklärt, die waren auch stolz, du kannst ans Fitnesscenter gehen, du kannst einen Kaffee trinken gehen und ähnliches, was du, ist natürlich, wenn du 3 Tage auf Bude sitzt, kriegst du einen Koller, nicht? Aber du konntest, und das ist das Schöne, du kannst jederzeit in den Fjord rausfahren, was du, und im Fjord, die Einheimischen fischen nur im Fjord, wir sind da nur offshore gefahren, was du, die stellen da Netze unmittelbar vor der Haustür. Und als Highlight, Jochen, haben die dann Krebskörper gesetzt für uns, diese Knieper. Weißt du, ob du schon mal was von, in Helgoland ist das ganz bekannt, Knieper essen. Das sind keine Hummer, sondern das sind ganz große Taschenkrebse. Die haben aber ganz dicke Scheren. Die haben die für uns gefangen und gekocht. Und dann haben wir, ich sag, Leute, passt auf, dass wir keinen Eiweißschock kriegen. Weißt du, haben dann diese Krebse gegessen. Die schmecken wie Hummer, nicht? Also ist hat lecker. Für uns ganz lecker, nicht? Weißt du, ist ein bisschen rustikal, weißt du, du hast einen Hammer und haust die Scheren kaputt und pulst das da raus. Ich liebe das. Ja, also absolut ein Gedicht, weißt du. Haben die auch noch für uns gemacht, also die Möglichkeiten hat man da auch, nicht? Also du brauchst nicht immer unbedingt rausfahren, was, und für die so gerne Pollack fischen wollen und ähnliches, ist das absolut ein Traumrevier. Ne? Horst, vielen Dank für die tolle Erzählung. Wir sprechen in der nächsten Folge und dann habe ich auch eine Überraschung für dich. Na, das wird mich freuen. Ich bin sonst eigentlich schon wie mit Überraschung, weißt du, Heinz kommt auch immer mit Überraschung. Nee, das ist gut. Also sei gespannt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut, Jochen. Tschüss.